Heute reden wir über einen Freizeitpark, der eine Mischung aus Rollercoaster Tycoon und einem nicht fertigen Six Flags ist. Und was dabei rumkommt, seht ihr jetzt in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits in einer neuen Parkvorstellung. Und heute sprechen wir über Pleasurewood Hills. Das ist ein Freizeitpark in England, um genauer zu sein in Lowestoft. Ich blende euch einfach eine Karte ein, denn das ist, glaube ich, sinnvoller und dann könnt ihr euch besser vorstellen, wo sich dieser Freizeitpark befindet. Und Pleasurewood Hills ist für mich auf jeden Fall jetzt schon mal vorab eine Mischung aus Rollercoaster Tycoon und ein unfertiger Six Flags Park. Warum, sehen wir, glaube ich, jetzt gleich ganz gut in diesem Video. Gegründet wurde der Park übrigens 1983 vom Unternehmer Joe Lata und ist nicht verwandt mit Dirk Lata. Und das halt als kleine Familienattraktion im amerikanischen Stil. Der Park wurde jährlich erweitert und Ende der 1980er Jahre dann verkauft. Und zwar an das Immobilienentwicklungsunternehmen RKF oder RKF. Und die bauten auch weitere Freizeitparks und ja, Attraktionen und Unterhaltungszentren in England. Und gingen dann Anfang 1991 bankrott. Einige Führungskräfte von Pleasurewood Hills übernahmen dann erstmal die Leitung des Ganzen und 1996, 1997 wurde dann Pleasurewood Hills an die Leisure Great Britain verkauft und das ist ein Unternehmen, was eigentlich Caravan-Parks betreibt. Und die hatten dann Pleasurewood Hills bis zum Jahr 2000 und dann kam der nächste Betreiberwechsel und zwar Peter und Peggy Haddon, die eine langjährige Beziehung zu dem Park haben, haben das Ganze dann quasi übernommen. Aber auch das hielt nicht lang und nach 4 Jahren wurde der Park wiederverkauft und 2004 ging der Park an Grenier und Company und das ist eine Betreibergruppe von Freizeitparks, die zu der Zeit unter anderem den Konturenpark Hellendoorn in den Niederlanden oder auch Fort Van Abenteuerland im Sauerland Deutschland oder auch das belgische Belvade. Und diese Betreibergruppe von Freizeitparks kommt aus Frankreich und ging hervor aus Park Asterix. Aber ihr habt ja schon gemerkt, niemand möchte diesen Park haben und alle stoßen den wieder ab. Und 2011 wurde der Park an die Looping-Gruppe verkauft. Auch das ist eine Betreibergruppe von Freizeitparks. Und unter anderem gehört zu denen Drayton Manor in England, La Mer de Sable in Frankreich oder auch der Park Bagatelle sowie der Kobach Park in Frankreich. Und auch inzwischen das Fort Van Abenteuerland. Übrigens, alle Parks, die ich gerade genannt habe, zu denen findet ihr hier auf dem Kanal auch Videos. Und bei so vielen Wechseln und so vielen unterschiedlichen Betreibern des Parks kann man sich natürlich die Frage stellen, oder ist ja auch logisch fast schon, dass der Park eigentlich auch andere Namen immer wieder gehabt haben muss. Und bis auf die Ausnahme von 2001 bis 2004 hieß der Park immer durchgehend Pleasurewood Hills. Und von 2001 bis 2004 hieß der Park New Pleasurewood Hills. Das erstmal so grob zu der Geschichte von Pleasurewood Hills. Und wir gehen in diesem Video jetzt nicht unbedingt auf die ganzen Shows ein. Ich glaube, das können wir getrost auslassen. Es gibt halt ein Zirkuszelt, wo eine Show drin ist. Es gibt eine Sea Lion Show, die unten in so einer Sea Lion Bucht quasi ist. Es gibt ein riesiges Lost Place Schloss, was nicht mehr bespielt wird, so wie es aussieht. Oder auch die Acapulco-Springer sind, glaube ich, nicht mehr am Start. Und auch das Showset ist eher ein Lost Place, wie viele andere Ecken in dem Park auch. Das ist halt eher unschön. Zu unserem Zeitpunkt, die Seilbahn sah aus, als ob die schon Jahrhunderte nicht mehr lief und auch nie wieder laufen wird. Aber die wird immer noch gelistet als Attraktion auf der Homepage vom Park. Und ja, das ist da alles so britisch ungepflegt, wie andere Parks auch, was ihr zum Beispiel in der Tourvlog-Serie vielleicht gesehen habt, aber oh, irgendwie ist es da noch mal ein bisschen schlimmer. Aber halten wir uns da erstmal nicht dran auf, sondern gucken, was gibt es denn für Attraktionen. Und wir fangen erstmal mit ein paar kleineren Sachen an, im mehr oder weniger Schnelldurchlauf. Und wie gesagt, ist ja nicht alles so geil. Woody Cop, das ist nämlich eine Attraktion, die da stand, aber geschlossen war und nicht lief. Und zwar ist das Ganze ein kleines, sehr, sehr gruseliges Riesenrad. Eine Attraktion aus dem Gründungsjahr 1984 fährt auch heute noch durch den Park, und zwar Pleasurewood Hills Express. Das ist die große Parkeisenbahn und die fährt halt durch den Busch, aber hat auch eine schöne Parkpanoramafahrt. Also du fährst wirklich einmal durch den ganzen Park, kannst echt einige Sachen, einige Ecken dir angucken. Es gibt 2 Stops auf der Strecke und unter anderem fährt man dann natürlich auch wie bei vielen Parkeisenbahnen Backstage, was ich immer
Also was ich nicht verstehen kann, weil du fährst ja dann durch die unschönsten Ecken allgemein bei Parks. Ja, hier ist das nochmal ein Stück unschöner, vor allem wenn man auf diesen Betriebshof gucken kann, aber auf den kann man auch von einer der Achterbahn aus drauf gucken. Und viele Parkeisenbahnen haben auch irgendwie eine Westernkulisse, an der man vorbeifährt, und auch das ist hier der Fall. Und wenn ich sage die große Parkeisenbahn, dann gibt es also auch noch eine kleine Eisenbahn, und zwar den Woodland Express. Und diese Bahn fährt, das ist halt echt so eine ganz kleine Bahn, die fährt quasi unten in so einem Graben und wirklich ganz weit von Menschen entfernt. Weitere Attraktionen im Park, wo man auch ein bisschen rumfährt, zum Beispiel Pleasurewood Ponies, 2012 eröffnete Pferdereitbahn, finde ich echt cool, sehr süß gemacht. Das Stationsgebäude, das sieht halt erstmal aus wie so ja, Stallungen, wo dann die Ponys drin sind. Und an der Strecke entlang gibt es so ein bisschen diese Sprunghindernisse, die da stehen. Also man hat so ein bisschen dekoriert, reitet da jetzt nicht einfach nur über eine Wiese. Aber es ist halt dann auch so eine Pferdechase, die einfach neben der Station so liegt. Das ist halt dann auch eher unschön und nicht so toll. Und dieses Konzept zieht sich auch noch weiter durch, zum Beispiel bei Safari. Das ist eine Oldtimerbahn. Auch da steht eine Chase neben dem Track. Diese Oldtimerbahn 1984 sah jetzt nicht so vielversprechend aus, sind wir leider nicht gefahren, also man kann ja nichts von außen großartig sehen, sind wir leider nicht gefahren, weil da die Schlange etwas zu lang war für das, was man nicht erwarten konnte, weil das sah halt jetzt nicht vielversprechend aus. Moby Dick ist dann ein Karussell mit einer coolen Optik, eher so eine Berg- und Talfahrt, sieht optisch auf jeden Fall sehr interessant aus und mal ein bisschen anders. Up and Away ist ein klassisches Balloon Race, was meiner Meinung nach ganz gut dasteht in dem Park und 2004 dazu kam. Funky Flyers ist ja ein Red Baron, ein Flugzeugkarussell aus dem Jahr 2008, auch so ein Klassiker. Mini Twister stand still bei unserem Besuch, das ist ein bisschen schade. Dann gibt es noch Mini Pirate Ship, Name sagt glaube ich alles in dem Fall. Flying Elephants, quasi die Low-Budget-Version von einem Dumbo-Karussell, also auch nichts anderes als dieses Flugzeug-Karussell, nur statt mit Flugzeugen halt mit fliegenden Elefanten. Lighthouse, wie der Name schon sagt, ein Leuchtturm, eine 10 Meter hohe Fahrt erwartet euch hier auf einem Drop Tower aus dem Jahr 2012, ist aber eher so die Kindervariante. Hyperdriver aus 2015 ist ein klassischer Autoscooter, hier gibt es auch wieder so eine Besonderheit, es gibt quasi eine Rückwand und diese Rückwand besteht aus alten Eisenbahnwaggons, die dahinter stehen und irgendwie ja zugenagelt sind. Auch eine ziemlich interessante Sache, die man so jetzt auch noch nicht gesehen hat. Der Wave Swinger, den hat man glaube ich hier und da schon mal gesehen, denn das Ganze ist ein ganz klassischer Wellenflug der Firma Zierer aus Deutschland. Steht seit 2016 im Park, ist aber nicht so jung, ist ein bisschen älter. Das Besondere dabei ist nämlich, dieser Wave Swinger war vorher auf der Reise und zwar in Australien und kam dann halt von der Reise in den Park und hat dann im Park den 1997 eröffneten Wave Swinger ersetzt. Shiver Me Timbers ist eine große Schiffsschaukel, die hier steht. Auch sehr cool, sieht super cool aus. Aber einfach eine klassische Schiffsschaukel. Die sehen halt cool aus. Jolly Roger. Das ist eine Attraktion, die etwas herausragt, denn das Ganze ist ein Drop Tower mit einer Höhe von 40 Metern. Steht seit 2012 im Park, ist von Fabrik gebaut worden, eine italienische Firma. Von 2000 bis 2011 war dieser Drop Tower aber unter verschiedensten Schaustellern auch auf der Reise, bevor es dann für immer nach Pleasurewood Hills ging. Quasi für immer möchte ich nicht sagen, aber feststehend nach Pleasurewood Hills ging. Dann gibt es Woody's Tea Party, 2013 eröffneter Teacup Ride, also ein kleines Teacup Karussell hier unter einem Dach. Kite Flyer 2004. Kennt man auch, ist so ein Zamperla-Liegeflugkarussell, habt ihr auch schon ganz oft irgendwo gesehen. Bumper Car Garage ist nochmal ein Autoscooter, ein etwas kleinerer, sehr schön gestaltet, meiner Meinung nach. Also diese Einhausung, die finde ich ganz cool, die da drum ist, das gefällt mir. Und dann gibt es auch noch das Carousel, was ein doppelstöckiges Karussell ist, was hier ganz gut dasteht und im Jahr 2001 das einstöckige Karussell ersetzt hat, was vorher im Park stand. Auch Wasserbahnen gibt es in Pleasurewood Hills und ja, das erste Ding ist halt jetzt nicht so krass eine Wasserbahn und zwar Wavebreaker. 1996 öffnete Schlauchbootrutsche, also absoluter Klassiker, machen mega Spaß. Hier zwei Spuren Double Down in dieser Ausführung und man muss die Boote auch nicht selber hochschleppen, die werden hochtransportiert. Als wir jetzt im Park waren, wurde aber nur eine Seite bedient von dieser Doppelanlage und steht dann halt so ein bisschen random auf der Wiese. Etwas größer, etwas auffälliger und etwas mehr Geschichte dahinter hat Water Fun Factory.
Das ist der Logflume des Parks, hat 1992 eröffnet. Logflume ist ja ein Baumstammboot, Rutsche, Wasserrutsche, Wasserbahn vom französischen Hersteller Revachon in diesem Fall. Und diese 235 Meter lange Wildwasserbahn wurde eröffnet unter dem Namen White Water Falls. Später wurde das Ganze mal gestrichen und wurde zu Mellow Yellow. 2009 wandelte sich das Ganze dann zu Timber Falls und seit 2020 haben wir den jetzt aktuellen Namen Water Fun Factory und da wurde dann nochmal Thematisierung hinzugefügt und mehr Verkleidung und ist ganz cool geworden meiner Meinung nach, sieht echt schick aus und vor allem für so eine jetzt nicht so krass besondere Revachon Anlage steht das Ding dann doch schon ziemlich interessant da. Wenn ihr das fahren wollt, könnt ihr das ab einer Körpergröße von 90 cm machen und bis 1,25 m in Begleitung eines Erwachsenen. Also ganz coole Attraktion eigentlich. Dark Rides, für mich immer ein wichtiges Thema, in den Kommentaren auch, aber allgemein irgendwie nicht, man weiß es nicht so genau. Wenn euch Dark Rides interessieren, Dark Rides Made in Germany gibt es hier ein Video, zieht euch das gerne mal rein. Und es gibt einen interaktiven Dark Ride hier im Park und zwar Routine Tootin's Target Trail. Und diese Attraktion ist auch etwas älter und hat auch in den Jahren eine Wandlung mitgemacht. 1983 gebaut von der Firma Supercar Leisure. Und jetzt denkt ihr so, hä, das sieht aber ziemlich modern aus. Es gab nämlich einige Wandlungen. Angefangen hat das Ganze als Ghost Train, also als Geisterbahn. Heute ist diese Attraktion ein interaktiver Schwarzlicht-Dark Ride. Bevor es aber zu diesem Wandel kam, gab es von 2013 bis 2017 darin der Horror-Dark-Ride drinnen. Und ja, das Ganze war dann irgendwie wohl Geisterbahn extrem, denn man durfte erst ab 12 Jahren mitfahren. Seit 2017 hat man dann dieses Wild West-Thema drüber gestülpt und das Ganze familienfreundlicher gemacht. Und ihr fahrt dann halt in einem Schwarzlicht-Dark-Ride und habt dann eine Knifte und müsst verschiedene Ziele abschießen und sammelt so Punkte. Was hier doof ist, dass das... Ja, dass die erreichten Punkte nicht nachvollziehbar sind, also gar nicht erst im Wagen, man weiß nicht, welchen Platz man hat und draußen der Bildschirm mit den Punkten, der steht so, dass man den gar nicht lesen kann. Der ist nämlich dann im Wartebereich und steht so ein bisschen um die Ecke und dann ist es auch nicht nachvollziehbar, wie das irgendwie ganz genau funktioniert hat. Ansonsten, ja, ganz okay, sieht ganz nett aus auf jeden Fall, ist vom Fahrsystem halt sehr laut, aber ja, für Kids bestimmt ein ganz cooles Teil und ja, ist halt... So ein nicht wirklich besonderer interaktiver Dark Ride. Für viele vielleicht das wichtigste Achterbahn und da gibt es hier auch einiges und wir müssen erstmal mit einem traurigen Part anfangen und zwar mit Cannonball Express. Denn diese Bahn war down. Fuhr nicht den ganzen Tag, ich glaube es war noch nicht mal ein Zug vorhanden, 1995 in den Park gekommen und zwar ein Jetstar bzw. Jumbo 5 von der deutschen Firma Schwarzkopf, die es ja schon länger nicht mehr gibt und wer sich ein bisschen schon mit dem Thema Achterbahn beschäftigt hat, weiß so, oh Schwarzkopf, da klingelt was und das ist ja was ganz Besonderes und das ist es auch, leider fuhr diese Bahn nicht. Eröffnet wurde diese Bahn übrigens 1983 im belgischen Plopsaland de Panne und damals noch Mellie Park. Und über den Funland Park in England Folkston kam die Bahn dann schlussendlich 1995 nach Pleasurewood Hills. Sehr schade, wäre ich sehr gerne gefahren. Ist ein ziemlich cooles, interessantes Ding, aber so ist es manchmal. Vielleicht kommen wir dafür nochmal wieder. Eine Sache, die im Park steht und die nicht vorher irgendwo anders stand und trotzdem schon was älter ist, ist der Express. Was ein Wortspiel. Ich glaube, dieses Wortspiel muss man nicht erklären. Achterbahn von der deutschen Firma Zira, vom Typ her ein Large Tivoli Coaster. Kennt viele von euch aus der Jugend, Kindheit noch als Marienkäferbahn. 8 Meter hoch, 360 Meter lang, 36 km Spitzengeschwindigkeit, elendlange Züge. Und auch 1986 hier wahrscheinlich als Marienkäferbahn angefangen, denn da war der Name noch Lady Bird. Und ab 1990 hieß die Bahn Rattlesnake. Fotos, die ich jetzt gesehen hatte, gingen nur zurück bis zu der Zeit von Rattlesnake. Und da gab es dann halt eine Klapperschlange auch vorne als Frontcar am Zug dran und die Stationsgestaltung war auch dementsprechend. 2005 bis 2014 gab es nochmal einen Namenswechsel und dann hieß die Achterbahn Snake in the Grass und dann von 2015 bis 2017 wieder Rattlesnake und dann ja, wurde die Bahn geschlossen, renoviert, rethematisiert und also die Schienen wurden auch ausgebaut und da wird wirklich gearbeitet, gemacht, getan und 2019 hat man das Ganze dann als Express wieder eröffnet mit entsprechender Thematisierung, eine coole Station von außen, überall sind ein paar Hühner, überall sind ein paar Eier, der Lift ist eingehaust und allgemein ein cooles Thema, was man dann darauf gepackt hat, auf eine klassische
solide, gute Achterbahn. Marvel Madness ist die nächste Achterbahn, über die wir hier sprechen können. 2014 im Pleasure Boat Hills eröffnet, ist eine Wilde Maus. Klassisch, normale Standard-Wilde Maus, Lift Hill rechts von der Firma Maurer Rides. Ja, lustige Jason, mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen, außer vielleicht noch, ja, wo die Bahn vorher mal war, nämlich von 1997 bis 2012 stand die Bahn auch in England im Flamingoland. Video dazu findet ihr hier auch auf dem Kanal, aber viel mehr kann man da, glaube ich, wirklich nicht zu sagen. Weitere Achterbahn im Park und, glaube ich, auch die letzte, die man noch fahren kann, ist Wipeout. Und Wipeout hat 2007 eröffnet im Pleasurewood Hills. Vekoma, der niederländische Hersteller dieser Bahn und vom Typ her ein Boomerang. Bedeutet, ihr werdet aus der Station rückwärts rausgezogen, einen Lift hoch. Dann wird der Zug losgelassen, fährt durch die Station durch, fährt in die sogenannte Cobra Roll, das heißt, es geht zweimal über Kopf. Danach geht es in einen klassischen Looping, wo es einmal über Kopf geht. Es geht wieder einen Berg nach oben und dann fährt man das Ganze nochmal rückwärts und dann ist die Fahrt vorbei. 0 auf 15 kennt man schon oft gesehen und Premiere feierte diese Bahn witzigerweise beim Glasgow Garden Festival 1988 und stand dort als Coca-Cola Roller. Nach 1988 ging es dann von 1989 bis 2004 zum American Adventure Theme Park in England und danach kam die Bahn nach Pleasurewood Hills. Bevor das aber passiert ist, hat man die Original-Aero-Züge ersetzt durch die neueren Vekoma-Züge, die in dem Fall aber aus dem Walibi Holland von Speed of Sound gekommen sind. Da hat die Bahn ja auch ganz neue Züge und die Züge wurden halt erst ausgetauscht, bevor es dann nach Pleasurewood Hills ging. Aber man hat nicht nur alte Achterbahnen in seinen Park geholt, man hat auch eine Bahn aus seinem Park in einen anderen gegeben und eine Bahn, die jetzt nicht mehr da steht, sonst würde es jetzt nicht funktionieren, was ich gerade gesagt habe, aber trotzdem in der Liste der Achterbahn, was halt nur diese eine ist, hier gerne mit auflisten würde, ist Mousetrap. Mousetrap war vom französischen Hersteller Revachon eine Spinning Maus, also Standard Drehmaus, die ihr auch hunderte Male schon gesehen habt. Und Mousetrap ging dann, nachdem die Bahn von 2000 bis 2005 im Pleasurewood Hills stand, 2006 nach Parc Bagatelle in Frankreich und dort könnt ihr die Bahn heute noch fahren als Famous Jack. Auch zu Parc Bagatelle findet ihr übrigens ein Video hier auf dem Kanal. Und das war's mit Attraktionen, die ihr im Pleasurewood Hills fahren könnt. Öffnungszeiten und das ist wirklich echt sportlich. In der Nebensaison gibt es ganz viele Off-Days und auch sonst in der Saison müsst ihr auf Off-Days achten. Was ich jetzt im Überblick mal schnell gesehen hatte, war, dass zum Beispiel 2023 nur im August durchgehend geöffnet ist. Meistens, vor allem in den Zeiten, wo es auch Off-Days gibt, ist der Park zum Beispiel am Wochenende dann von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Und im August, wo durchgehend geöffnet ist, ist der Park täglich von 10 bis 17 Uhr nur geöffnet. Und müsst ihr auf jeden Fall genau gucken, wenn ihr plant, den Park zu besuchen. Ja, ich weiß nicht, ob das dann alles auch besser wird, wenn man auch so komische Öffnungszeiten hat. Was kostet euch das Ganze, wenn ihr den Park besuchen wollt? Und das klären wir in den Preisen. Unter 90 cm Körpergröße habt ihr freien Eintritt. Außerdem gibt es Vergünstigungen für alte Leute, Military-Angehörige, Behinderte und so weiter und so fort. Und verschiedenste Preise auch, wenn ihr einfach ein Ticket kaufen wollt. Bei Online-Tickets könnt ihr zum Beispiel wählen zwischen einem fixen Tag, der vorher definiert ist. Und da schwanken die Preise, wenn man den Kalender sich anguckt, zwischen 18,50 £ und maximal 20,50 £. Solltet ihr online ein Ticket kaufen wollen, was kein festes Datum hat, wo ihr an jedem beliebigen Öffnungstag kommen könnt, bezahlt ihr 24 £ für dieses Ticket. Also seid ihr bei rund 21 € bis knapp 24 € für ein fixes Datum. Und wenn ihr da vorher online kaufen, buchen wollt und dann kommen wollt, wenn ihr wollt, wenn der Park auf hat, kostet das knappe 28 €. Finde ich für das Portfolio und das, was geboten wird, die Menge an Attraktionen vollkommen okay. Und wir haben auch dann, nachdem wir dann das Ticket da gekauft haben, so Bändchen anbekommen. Ich finde jetzt online nichts dazu, ob es ein einfach nur Eintritt-Ticket gibt und man fährt nichts. Aber wir haben da Bändchen vorher bekommen. Das kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, wie das genau lief. Fazit kommt auch noch am Ende und ja, schwierig bei dem Park meiner Meinung nach. Wirkt so
Und der Park wirkt halt wie so ein Six Flags Park. Grundkonstrukt, Grundgerüst. Und man hat einfach nur vergessen, diese 2 bis 3 krassen Major Rides da reinzusetzen. Diese besonderen Attraktionen, wofür die Leute kommen. Und du hast dann nur diese ganzen Sachen, die man halt einfach hat, damit man noch ein bisschen mehr Attraktion im Park hat und ein bisschen das entzerren kann. Irgendwie gefühlt. Und irgendwie hatte der Park auch die ganze Zeit so Rollercoaster-Tycoon-Vibes. Ich weiß auch nicht, warum. Das Wetter hat es jetzt natürlich nicht besser gemacht. Und der Park ist halt natürlich auch sehr ungepflegt, wie viele Parks halt in Großbritannien. Aber irgendwie hatte der Park dabei nicht diesen Charme, den die anderen haben. Und der Park wurde immer weitergereicht von Betreiber zu Betreiber. Und es ist einfach, du merkst halt, dass es alles keine Seele hat und keine Ahnung, also ganz schwierig bei dem Park, aber eure Meinung dazu auch gerne in die Kommentare, entweder nachdem ihr jetzt hier dieses Video gesehen habt und euch darüber ein Bild macht. Vielleicht habt ihr auch unseren Tour-Vlog gesehen, schon im Vorfeld, oder wart selber da, das wäre natürlich auch noch interessanter, aber wenn ihr auch das jetzt so gesehen habt, wie wirkt das auf euch, was sind eure Gedanken zu Pleasurewood Hills? Ich werde damit irgendwie nicht warm und dann fehlt auch doch der Schwarzkopf, mein Gott, aber irgendwie braucht es da noch was Besonderes, was Großes. Irgendwie so ein Major Ride einfach. Pleasurewood Hills hat einfach kein USP, das ist halt irgendwie schwierig. Also es muss nicht schwierig sein, aber der Park hat halt irgendwie gar nichts. Also gar nichts ist auch Quatsch, aber es fehlt halt wirklich dieses gewisse Etwas. Wenn ihr wissen wollt, wie wir den Tag da verbracht haben, ich verlinke euch gerne hier auch nochmal den Tour-Vlog von dem Tag, wo wir in Pleasurewood Hills waren. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar andere Sachen gemacht. Aber ansonsten habt ihr jetzt erstmal einen Überblick über das, was im Pleasurewood Hills, wie oft kann man nicht Pleasurewood Hills sagen, geht, was da steht, was man erfahren kann oder auch nicht. Und eure Meinung, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr wieder hier auf dem Kanal. Und ihr solltet auf jeden Fall ein Abo hier lassen, um das alles nicht zu verpassen. Wir haben noch einige Leckerchen hier für euch und reden auch über ganz viele andere Parks hier. Und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel ja. Und wenn nicht, lernt ihr das jetzt kennen. Ich freue mich und wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder. Ich bin raus, ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Red Review Video Magazin. Peace.